Moin, willkommen in Hamburg. Hinter mir seht ihr die Ein- und Ausfahrt zum S-Bahnhof Blankenese. Der Bahnhof Blankenese wurde als Kopfbahnhof gebaut. So konnte die Bahnstrecke aus Hamburg möglichst dicht an den Ortskern herangeführt werden. Heute ist Blankenese ein Stadtteil von Hamburg. Zwei Züge aus 472ern stehen hier bereit und können als Verstärkungszüge eingesetzt werden. Betrieblich gesehen ist Blankenese ein Durchgangsbahnhof in Kopfform. Die Streckengleise aus Richtung Hamburg-Altona und aus Richtung Wedel führen beide von Osten in den Bahnhof hinein. Viele Züge kommen von Altona, wechseln die Fahrtrichtung und fahren nach kurzem Aufenthalt weiter nach Wedel und umgekehrt. Hier habt ihr den Blick auf den Bahnhof in der Gegenrichtung, also nach Osten und auf das Empfangsgebäude. Sehenswert ist der Bahnhof Blankenese auch deshalb, weil hier im Jahr 2020 noch der Betrieb mit Formsignalen gesichert wird. Dieser Zug fährt in Richtung Wedel. Dieser Zug fährt in Richtung Hamburg-Altona. Schauen wir uns das einmal von der Fußgängerbrücke aus an. Ein Zug aus Hamburg-Altona fährt nach Gleis 3 ein. Dem nördlichsten Bahnsteiggleis ganz links.
Zwischen Altona und Blankenese fahren die Züge tagsüber alle 10 Minuten. Zwischen Blankenese und Wedel tagsüber alle 20 Minuten. In den Hauptverkehrszeiten öfter. Im Durchschnitt endet also jeder zweite Zug in Blankenese und fährt wieder nach Altona zurück. Diese Züge benutzen Gleis 2. Hier sind nun beide Signale auf Fahrt gestellt worden. Für einen Zug nach Altona aus Gleis 2 und für den Zug, der eben nach Gleis 3 eingefahren ist und unmittelbar darauf nach Wedel weiterfährt. Die Strecke nach Wedel führt in einer Kurve aus dem Bahnhof heraus, sodass das zweiflügelige Signal Langsamfahrt anzeigt. Direkt an der Fußgängerbrücke steht das Stellwerk Blankenese. Etwas weiter östlich führt die Straße Hasenhöhe unter der S-Bahn hindurch. Obwohl die Straße abgesenkt ist, gibt es hier für Autos nur 3,50 Meter Durchfahrtshöhe. Auf der hinteren Brücke führt die Strecke aus Wedel in einer engen Kurve in den Blankeneser Bahnhof hinein. Die alten Züge der Baureihe 472 quietschten hier so laut, dass es zu Anwohnerprotesten kam. Die 472er werden seitdem in der Regel nicht mehr zwischen Blankenese und Wedel eingesetzt. Ein Stück weiter nördlich führt diese Fußgängerbrücke über die Strecke nach Wedel. Eingleisig geht es weiter zum nächsten Haltepunkt Isarbrook.
Der Zug mit der grünen Werbung, der eben unter uns hindurchgefahren ist, fährt nun weiter in Richtung Altona. Mit diesen Bildern sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.